Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit. Jo, im letzten Part haben wir hier zwei Rennen mit der Polizei gemacht und ich würde sagen, wir fangen hier mit einer Mission mit. Ja, hier, Rasan. Check mal starten und jo, laden. Boah, geiler Wagen. Was kommt hier? BMW, Nissan, RX, Chester. Okay, starten wir mal. Welche Farbe nehmen wir denn? Die Ingenieure von Porsche haben einen lang gehegten Traum in die Tat umgesetzt. Na, sag mal. Den Traum eines Roadsters, der ursprünglicher, sportlicher und befreiter ist als je zuvor. Ah, oh, ja klar. Der Boxster. Ja, ist auch egal. Interessiert mich jetzt nicht. Jo, Tageszeit 15 Uhr, Wetter sonnig. Für Gold brauche ich 6000 Kopfgeld, Silber 4000, Bronze 2000. Und starten wir. Ich glaube, diese Sequenzen, also diese Szenen, werde ich demnächst, glaube ich, mal einfach überspringen, denn ja, die bringt es nicht wirklich, die siehst du dir einmal an und dann kommt eh nie wieder was Neues. Die werde ich dann also demnächst überspringen. Die ersten paar Mal werde ich natürlich drin lassen. Ja, yeah, mein Porsche hier. Boah, direkt mal hier geile Mucke reinschmeißen. Hammer. Na, komm her. So, überholen. So, und da vorne ist der erste. Und irgendwie sieht der Porsche scheiße aus. Und mal richtig. Also hinten sieht scheiße aus. Von vorne, naja, es geht. Und persönlich finde ich Porsche selber, also Porsche nicht so geil. Eigentlich finde ich so mehr Lamborghini-mäßig viel geiler. Was geht denn jetzt bei denen ab? Ja, hier Nitro. Wie die abgehen. Und Polizei, wann kommt die? Sonst ohne Polizei ist es nicht so witzig und scheiße. Boah, ist ja übel schwer hier. Was? Ne. Sag bloß, ey. Und wo bin ich jetzt, ey? Oh, ich bin Vierter. Na, super. Kann ich wieder jeden einholen. Ja, überhol mich. Da habe ich so nichts gegen. Geht es eigentlich darum, dass ich Erster werde oder um Kopfgeld? Das frage ich mich jetzt echt. Denn, ich habe keine Ahnung. Boah. Dem ist ja übel schwer zu fahren. Da bin ich mal driften, der Wagen. Ah, jetzt kommt Nitro. Ey, wo ist denn der Erste? Ah, da vorne. Hab ich irgendwie gerade nicht gesehen. Kann ich sterben. Ja, Erster. Zu geil, einfach geil. Wie ich nicht verspeeden mag, lieber. So, neue Abkürzung gefunden. Geil. Ja, nur zu blöd, dass ich wieder mal irgendwo gegenfahre. Ja, oh, scheiße. Der Wagen ist ja echt schwer, ey. Der will gar nicht abbiegen. Und wo bin ich denn jetzt? Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt habe ich schon eine unnötige Kurve gemacht. Dann bin ich bestimmt die Hälfte überholt. Obwohl, wenn ich jetzt noch schnell hier reinfahre, dann... Ne, ich bin... Ich weiß nicht, ob ich jetzt Erster bin oder nicht. So, mal... Gas geben hier.
Ah. Oh, bin immer noch Erster. Cool. Juhu. Boah, wie lang sind die Rennen hier? Und da vorne ist schon das Dings hier. Das Ende. Yeah. Du bist Erster. Gold erhalten, yeah. Cool. So, Leistung. Weiter, weiter. Fortfahren. Kopfgeld, cool. Oh, Gewand bringt dir schon 6000, das ist ja auch nochmal. Neu, was? Was? Neuer Wagen, cool. RX8. Den haben wir doch schon bei der Polizei, oder nicht? Ja, Hammer. Rotierende Revolution. Aha. So, jetzt wieder. Ich glaube, ich mach's nochmal wieder immer abwechselnd. Dann Polizei und dann wieder hier. Raser. Abwechslung und so. Neue Ausrüstung. Yeah. Die volle Unterstützung der Einsatzleitung. Ah, Straßensperre. Für die bevorstehende Mission hat die Einsatzleitung die Verwendung lokaler Straßensperren genehmigt. Wenn die Einheiten angefordert werden, errichten sie eine Straßensperre vor dir und dem Verdächtigen. Jede Kollision mit der Straßensperre wird das Fahrzeug des Verdächtigen beschädigen und ihn bremsen, wodurch sich die Möglichkeit zum Zugriff bietet. Ah, cool. Und wie man das einsetzt, können die mir nicht sagen. Okay. Boah, der sieht immer hammer aus. Das hat auch eine gute Leistung. Jo. Tageszeit 16 Uhr, Wetter sonnig. Auszeichnung 2 Minuten, Belobigung 3 Minuten, Vorstellung an die Anerkennung. Und ich nehme jetzt glaube ich hier am 18.11. auf. Für den, das wird glaube ich der zweite Part jetzt. Und ich nehme jetzt gerade für heute auf. Denn ich habe gestern nur ein Part aufnehmen können. Deswegen muss ich jetzt mal direkt noch mehr aufnehmen. Boah, sieht immer hammer aus, der Wagen. Irgendwie total fett mit seiner Karosserie, aber naja. Sieht trotzdem hammer aus. Und wie benutze ich jetzt Sperre? Also ich weiß jetzt nicht, bei der PS3 ist ja klar, da mit diesen Pfeiltasten links. Hier, ich versuche mal irgendwas mit Num zu machen. Ich hab das mit Num-Tasten. Num 6 jetzt. Boah, wie schnell ist der denn? Ich krieg das hinten rein. Oh, scheiße. Ja, komm, direkt mal Sperre hier, alles benutzen und so. Wie behindert, direkt mal hier die ganzen Straßensperren verbrauchen. Oh, die Straßensperre. Noch vor der Straßensperre habe ich ihn platt gemacht. Krank. Zu geil. Cool. Oh, komm. Weiter. Fortfahren. Kadett 2. Persönliche Bestleistung. So, jetzt habe ich 320.000. Und dieses Skillsystem ähnelt wirklich Need for Speed Shift, denn Shift habe ich ja so zum Teil ein bisschen gespielt, aber ja, ein bisschen nur. Das ähnelt wirklich sehr Need for Speed Shift. Kadett 2. Neuer Wagen, bitte neuer Wagen. Neues Fahrzeug, yeah. Geil. Porsche Cayman S. Hammer. Oh, den werde ich mir jetzt gleich direkt mal einsetzen. Aber zuerst hier. Als Raser. So. 10. Ach komm. Gibt's noch was? Ja, hier gibt's noch was. Boah. Geil.
Für eine streng begrenzte Anzahl Hammer. Anspruchsvoller Kunden verbindet der 177 fortschrittliche Technologie mit atemberaubenden Aston Martin Design zur möglicherweise begehrenswertesten automobilen Kunstform. Der 177 von Aston Martin befindet sich auf dem Grenzpunkt zwischen limitiertem Kunstwerk und purer technologischer Innovation. So die 77 künftigen Eigner werden für ihre Hingabe außergewöhnlich belohnt, denn dieses Auto vereint in vollendeter Art die Elemente, die Aston Martin heute auszeichnen. V12 Power, Leichtbauweise, moderne Materialien, handwerkliches Können, überragendes Design und unbeschreibliche Eleganz. Für Aston Martin ist der 177 eine einmalige Gelegenheit, ein Auto als funktionale Kunst zu entwerfen. Oh, ein egal. Objekt der Schönheit und Besinnung, mit dem eine Interaktion möglich ist, die nur wenige Auserwählte auf einer rein persönlichen Basis genießen werden können. Ey, dass sie mir direkt mal so einen Hammerwagen geben, ist ja krank. Ich will sie direkt nehmen. Tageszeit 18 Uhr. Wetter immer noch sonnig. Wollt ihr auch Nacht? Das frage ich mich jetzt gerade. Das wäre Hammer. Und los geht's! Schnelleinsatz. Ja, einfach mal so eine Polizeistreife, wie geil. Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf der Lost Hawk Road. So. Du wirst nach deiner Reaktionszeit bewertet. Sei vorsichtig. Cool, jetzt kann ich direkt hinfahren. Das haben die echt geil gemacht. Das gefällt mir. Naja, und die Need for Speed Teile davor habe ich... Ah, Moment. Bisschen hier Sound runter machen, ist ein bisschen laut. So, zurück. So, ja. Die Need for Speed Teile davor habe ich, auch gespielt, also von Underground bis Carbon habe ich die alle gespielt. Pro Street und was kam danach? Underground und Undercover meine ich und Shift habe ich nur ein bisschen gespielt, also nicht ganz. Also nur zur Info.